Hi, grüßt euch, hier sind mit Mixi. Heute möchte ich für euch gerne einen Johannisbeer-Cantuccino-Becher machen. Ich bekomme nämlich heute Abend Besuch und da wollte ich noch einen schönen Nachschlag machen. Das geht ganz einfach und schmeckt super köstlich, vor allem diese Johannisbeeren, dieses saure und dann habe ich jetzt noch Baiser dazu. Das ist dieses süße, eine hervorragende Kombination. Schaut mal zu, wie das geht. Und zwar, du brauchst 200 Gramm abgeschält, also abgezupfte Johannisbeeren. Ein paar noch am Stiel lassen, weil die brauchen wir dann zur Deko nachher. Dann nehme ich erst einmal die Cantuccine. Das sind so italienische Kekse, die kennst du mit so Mandeln drin. Da brauche ich 100 Gramm. Die nehme ich jetzt ab. Brauche ich die Schokolade. Und zwar ist das 50 Gramm Zartbitterschokolade. Die kommt einfach mit hinein. Und dann wird das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 7 klein gemacht. Also 5 Sekunden auf Stufe 7. Davon was übrig bleibt, das kann man super gut in der Schüssel aufheben. Weil jetzt ist es fast jetzt ein Puder, der da ist, mit Schokolade durchsetzt. Den muss ich jetzt bloß noch einmal auffüllen. So, wunderbar. Und jetzt kommt diese Creme, das ist nämlich so eine gerichtete Nachspeise. Für die Creme brauche ich, also mal schauen, 100 Gramm Mascarpone. Das sind 250, so viel wollen wir nicht. 80, 100, hervorragend. Dann brauche ich 300 Gramm Joghurt, ganz normalen. Und das sind immer 150, also brauche ich zwei Becher. So, jetzt kann ich hier wunderbar einen Scraper mit diesem kleinen, der eignet sich nämlich wunderbar für die Joghurtbecher zum Rausfriemeln. Mehr, das macht wahrscheinlich auch nichts. Schmeckt 30, das passt schon. Das sind ja alles erwachsene Leute. Und 25 Gramm Zucker. So, das liegen wir einfach drauf. Das ist ja das Praktische. Am Thermomix das war immer wunderbar. Und ein Esslöffel vom selbstgemachten Vanillezucker. Ich habe jetzt keinen Esslöffel, nehme ich halt zwei Teelöffel, geht genauso. Machen wir das Geld abspülen. Und das Ganze wird jetzt auf 15 Sekunden auf Stufe 4 cremig gerührt. Also 15 Sekunden, Stufe 4. Ich habe mir schon so Gläser hergerichtet. Das sind so IKEA Windlichtgläser, also da tut man normalerweise unten ein Teelicht rein. Aber ich nehme die immer für meine Nachspeise, auch zum Beispiel für den Brokkolisalat. Das schaut einfach hübsch aus, wenn man die dann auf den Tisch stellt. Da steht zerkleinerte Kekse, bis auf einen kleinen Rest zum Verzieren und Beeren zugeben, unterrühren. Die Gläser füllen. So, jetzt seht ihr es aber hier vielleicht auf dem Bild. Da seht ihr es wahrscheinlich nicht so genau. Ich zeige es euch mal schnell.
Hier auf dem Bild ist es nämlich so geschichtet. Und das habe ich letztes Mal auch gemacht und das fällt noch viel besser. Also ich nehme praktisch was von der Creme, fülle das in meine Gläser unten hinein. So. Erste Schicht. So, da geht noch ein bisschen was. So. Gerade schütteln. Ein bisschen hin und her wackeln, dass ich das, dass das gerade ist. Dann nehme ich hier was von meinen zerkleinerten Keksen und der Schokolade. So ein Teelöffel würde ich mal sagen. So. Wieder gerade schütteln, dass ich das, dass es einfach schön, ich weiß, dass es eine richtige Schicht gibt. Dann kommen ein paar von den Johannisbeeren. Geschüttelt. So. Das ist nämlich wunderbar. Das schaut einfach wesentlich hübscher aus, als wenn ich das jetzt noch so vermache. Und der Mascarpone, wenn ich den jetzt in den Kühlschrank stelle, wird natürlich wieder fest. So. Schütteltechnik. Alles schön gerade ist. Jetzt kommt wieder eine Schicht Creme. Seht ihr das? Das ist jetzt eine richtige Schichtung. Oh, und der Amaretto, der riecht gut. Der riecht so richtig gut. So. Wieder glatt gemacht. Oh, nicht köstlich. Jetzt kommt wieder meine Keksmischung. Kommt da drauf. Ist jetzt nicht unbedingt was fürs Weight Watchers Abnehmprogramm, aber das wollen wir jetzt heute Abend auch gar nicht. So, Johannisbeeren. Die sind nämlich gerade frisch aus dem Garten gepflückt. Das muss ich immer zur Seite tun hier. Das gilt eigentlich als Deko. Zweimal was drauf. Und dieses Saure von den Johannisbeeren und dieses Süße von den Baiser, das ist einfach ein Traum. Schmeckt zum Niederknien. Jetzt gebe ich noch einmal eine Creme drauf. Als oberste Schicht sozusagen. Macht sich natürlich in Gläsern viel schöner als jetzt, wenn du es in eine undurchsichtige Schüssel reintust. Also sieht man wirklich schön diese ganze Schichtung. Geht noch ein bisschen was rein. So, da lang. Jetzt als letztes nur so ein Klecks noch, also nicht mehr ganz. So als Streuung da oben drauf. Und fertig. So, was sagt's? Johannisbeer, Cantuccine-Becher. Köstlich, die Gäste können kommen. Servus, bis zum nächsten Mal, eure Miss Mixi.